Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown und Amy Sharp News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, und er sofort ist ja auch mal heute mit am Stissel. Nee. So, und dann gucken wir mal hier rein, was da so ist. Und da haben wir nach wie vor den Teddy. Ja, da haben wir noch den Teddy hier aktuell bei Mams. Ah, nee. Wir fangen ja erst einmal an mit den Kommentaren. So, da sind heute zwei. Und gucken wir mal rein. Erster Kommentar von die sture Katze. Hi, bester YouTuber. Hi, sture Katze. So, nächster Kommentar, Maxi Max. Ich hoffe, ich habe bald Quad-Fused Steve Smith, weil er halt schon gut und eine seltene Legendary ist. Klaus Heißler natürlich auch. Ja, Steve Smith, ich, Maxi Max, ich weiß, du hast mich. Aber ich finde besser als nein, ich will jetzt gar nicht wieder davon anfangen. Geh mal einfach weiter rein in das nächste. Klaus Heißle! Nein, geh mal einfach rein. Klaus Heißle! Geh mal einfach rein jetzt in den Klaus Heißle! So, dann gehen wir jetzt einfach rein in den Shop. Und ja, da haben wir den Dr. Zoidberg nach wie vor. Und ich hätte ihn so gerne komplett schon. Also Klepto, Bender, Baked Evil Monkey, Chinchilla, gekauft? Ja. Da sieht man mal, wie beschäftigt du mit unserem Kanal bist. Ja, sehr. Wahnsinn! Sehr. Du weißt alles über unseren Kanal. Ja. So, ja, ich habe mir hier, weil ich habe ja schon 150 gehabt davon. So, und dann... Hast du hier eine einzige Box gekauft? Zwei Stück. Zwei Stück habe ich mir geholt und habe eine Leggy rausbekommen. Guck mal, für 800 Gems bin ich auch froh, wenn ich eine Leggy rauskriege, habe aber dafür 30... Mythic Fragments quasi schon für den Zoidberg. Und wenn ich das jetzt noch 70, wenn ich es jetzt noch 5 Mal mache, das bedeutet 2000 Gems. Ja, 5 Mal muss ich das noch machen. Und dann, irgendwann kommt er ja wieder, bis dahin spare ich die Gems, dann habe ich den. Und der ist geil. Das ist einer der geilsten Mythics, die es gibt momentan. Ist geil. Der Zoidberg ist richtig geil. Das Ding will ich unbedingt haben. So, ja, und dann haben wir hier Karten, das ist nach wie vor die Hypno-Toad-Box, die habe ich auch in einem anderen Video bereits vorgestellt, mit Shoplift Addict, Hypno-Toad, Chinchilla, Addict Wayne, Baked Evil Monkey, Lois Griffin und da ist der Steve Smith. Wir können ja mal ganz kurz in die Kombos reinschauen vom Steve Smith, Water Polo, Steve finde ich nicht so wirklich prickelnd, der ist geil, muss ich ehrlich zugeben, Boy Witch Steve ist geil, das ist eine geile Kombo, das ist eine nice Kombo, Trevanche, Leech und Grace, ist schon cool. So, hier Dear Daddy Steve, finde ich jetzt wieder nicht so toll. Steve Wonder, Bra, finde ich auch nicht so prickelnd. Ringer Steve, Maskierte Held ist ganz gut. Mit der Mauer und mit dem Punch. Wo ist das gut? Ja, das, was du da jetzt siehst, natürlich nicht, aber das ist, wenn du den hast und alles Quad-Fused, dann ist das schon stark. Alpenüberquerung Steve, finde ich jetzt wieder nicht so toll. Der alte Steve, ja. Wasserpistolen Steve, ja, ist auch ganz nice. So, verkatert der Steve wieder Schrott. Cougar Bow Steve, ja, kann man benutzen wegen dem Gas. Hast du gerade gesagt Boast Steve? Ja, Boast. Boost. Ah, Boost, oh, sah aus, das weiß er für mich aus wie ein A. Steve Arino ist ganz nice. Was gibt's denn da noch? Das ist, glaube ich, dann auch schon, oder? Wheel Steve, oh, der ist gut. Okay, ich nehme es zurück. Also der Steve ist gar nicht mal so schlecht. Ich müsste mal gucken, ob ich den... Ah, ich weiß nicht. Aber am geilsten ist halt tatsächlich hier dieser Boy-Witch-Steve. Ja, der ist cool. So, okay. Dann schauen wir... Jetzt sind wir schon bei der Meisterschaft. Und bei der Meisterschaft. Warum nennen die das Meisterschaft? Kann man was gewinnen? Combo Mastery. Kann man was gewinnen? Ja. Was? Die Erfahrung, dass es meistens nichts bringt. Das war die dümmste Antwort auf diese Frage. Warum? Die meisten, so wie jetzt heute wieder, wobei, ja, geht eigentlich heute, die meisten Combo-Recipes sind Schrott. So, und dann gucken wir jetzt mal hier rein. Es ist der Food Truck Bob. Und da haben wir sensationelle Kombos. Jawohl, wieder mit dem Food Truck. Also mit allen Fahrzeugkarten besonders toll. Ja, ich bin begeistert. Nee, also sorry, aber das lohnt sich nicht. Dann machen wir den mal wieder weg. Ganz schnell machen wir den wieder weg. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier, die ist nicht schlecht, Bender in Love. Also zumindest, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Gucken wir mal kurz rein. Bender in Love, ja,
das ist, wenn du wirklich mal irgendwo eine Mauer einreißen willst, ne? Also hast du selber eine Mauer, dann hat er noch Nietzsche, heilt sich selbst hoch und dann kann er eine Mauer durchbrechen. Also der könnte quasi auf längere Sicht gesehen irgendwas mit einer starken Mauer einbrechen. So. Aber 500 Gems? Nö. 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 So, und dann haben wir hier den Workout Klaus. Klaus. Da ist er. Der Workout Klaus. Und dann haben wir hier den Turkey Day. Was ist Football. ein Turkey Day? Ich kann es kaum lesen. Meine Augen, die werden immer Football. schlechter. Turkey Day Turkey Day Football. Football, genau. Dann haben wir hier Lady Wrestling. Und Push Ups. was haben wir denn da? Wir haben einmal einen Burger, also Heilung, dann haben wir Leech und dann haben wir das Herzchen da. Also, dass er bei einer Combo Herzen mit hinzukommt. Er ist nie, ja, ist ganz, ganz okay. Ist halt wieder eine defensive Combo. Ich denke, ich weiß, wer sie sich holen wird. Aber gut, wenn du halt einen Klaus im Deck hast, dann wird die wahrscheinlich Klaus eh eher defensiv für die schon Sinn machen, die Combo. Meine Meinung dazu kennt er ja, muss ich ja nicht jedes Mal wieder. Sorry, Max, ich kann es halt nicht ändern. Sorry, wenn das Ding da ist, muss ich halt drüber reden. Ich will nicht jedes Mal drüber reden, aber ich muss es irgendwie. So, dann sind wir hier. Nein, 65. Wir haben noch. Ja, wir. Oh Gott. Es gibt jetzt ein Macro Also, Legendary. dann haben wir die Sexy Cat. Hatten wir ja schon Ja. mal gehabt. Die war ja damals in einer Halloween-Box gewesen. Bitte, Congregate. Halloween steht ja auch schon wieder vor der Tür. Na, bitte. Da kommen auch die neuen Halloween-Skins raus oder die alten aus Fortnite. Bitte. Bitte. Erspart uns sowas wie Sexy Cat. Ja, da haben sie uns damals, haben sie uns das Ding hier da um die Ohren geknallt. Da gab es da eine Box, die konnte man kaufen. Also was heißt kaufen? Die hat dann, ich glaube, 10.000 Coins gekostet nur. Die Box? Ja, Ja, stimmt. Ja, und da klar. waren dann 10-mal die Mac drin und einmal die Sexy Cat in Blau. Single. Fused. Also nicht mal irgendwie gefused. So. Das Ding ist so schlecht. Ist wirklich schlecht. Also, naja. Na, wobei, wenn ich das hier sehe, jetzt gucke mal da, hier. Gucke mal da. 20-fach Leech und 20-fach Gas ist schon übel. Aber Leute, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Wir hatten einen Mikrofon im Deck. Ja, nee, darum geht's mir gar nicht. Es geht mir nicht darum. Es geht mir darum, das Gas hat ja den tollen Effekt quasi, dass es ja jede Runde, ja, Jeder weiß, gut. was Gas bedeutet. Hat dieses Video geguckt? Ja, also ich weiß nicht, ob das eine tolle Kombination. Aber gut, wenn ich das so sehe, also 20-fach Gas und 20-fach Leech tut schon weh. Will ich noch mal gucken, wenn das Ding hier wirklich komplett quad-fused ist, ja, maxed out, was passiert denn dann? Also, weil wenn das da schon 20, wow. Okay, also ich nehme es zurück, wenn jemand eine Mac im Deck hat und hier, jetzt kommt ja demnächst noch der Kostüm BGE-Vergleich. BGE, BGE, BGE. Und da BGE, ist das natürlich schon 25 Leech und 26-fach Gas ist schon nicht schlecht. Okay. Man könnte theoretisch sich das Ding holen, aber nur unter der Voraussetzung, ihr habt eine Mac Griffin und die ist nicht Single, sondern die ist entweder schon einfach oder eben doppelt fused oder eben hier, ja, dann macht's Sinn. Dann könnt ihr euch die Combo holen. Ja, dann ist die schon hart. Okay. Dann hätte die jeder kann sich theoretisch die Kombo holen. Auch die 28. Leute, die keine Mac haben, aber bringt halt nichts. Das ist halt einfach nur Wasting. Das war jetzt, ja, jeder kann sich das so, aber, ne? Ohne die Karten, nein. Also ohne die Karten, ihr braucht die Karten. Ihr kriegt nicht, wenn ihr diese Combo-Recipe-Dinger da kauft, ja, dann kriegt ihr nicht diese Combo, sondern ihr braucht schon die Karten dafür, ne?
Okay, also wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch geholfen hat, dann lasst doch mal ein Like da, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit dem Herrn sofort und mit mir dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.